Hallo Izabuschi, wir machen heute eine Schneeflöckchenkarte. Die hatte ich euch ja gestern gezeigt und ich war mir noch nicht ganz sicher, welches Set es werden wird. Die Hirsche machen wir dann ein anderes Mal. Vielleicht nehme ich mir da heute den Spruch draus. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Denn heute ist mal wieder Standardkartenmaß. Ich mache ja sonst immer nicht DIN lang, weil da schön viel drauf passt. Aber heute dachte ich mir, ach komm, bleiben wir mal wieder bei dem Standard. Und zum Schluss machen wir wieder eine Verlosung. Wenn die Karte gut wird, kann ich sie guten Herzens quasi abgeben. Also wird die dann auch wieder verlost. Und diese, die goldene Karte liegt noch bei mir rum. Das heißt, die wird auch noch verlost. Ihr könnt ja gern in die Kommentare ein Stichwort wie goldenes Kärtchen schreiben oder goldene Karte. Irgendwie sowas, damit ich sehe, dass ihr daran Interesse habt, weil wäre schade, wenn die hier rumliegt und verstaubt, ne? Deswegen verlosen wir die auch noch. Okay, aber ich werde zum Schluss dann einfach nochmal was sagen dazu. Wir fangen an. Kartenrolling hellgrau. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe leider kein Weiß mehr. Ich musste mir jetzt erstmal Weiß nachbestellen. Das ist quasi so der letzte Rest, den ich habe. Daraus konnte ich wenigstens einen Aufleger machen. Vielleicht mache ich ja auch noch Dunkelgrau draus. Mal gucken. Die Maße findet ihr in der Infobox. Wie gesagt, das ist so Standardmaße, 21 mal 15. Das ist 10 mal 14,5 dann. Genau. Und hier werden wir uns jetzt quasi die Schneeflocken so arrangieren. Werden uns aber erstmal einen schönen Hintergrund gestalten. Ich habe jetzt hier so komisches Abklebeband, das kennt ihr, Skriptband. Und eigentlich könnte man sich eine Schablone quasi basteln. Also man nimmt sich dieselbe Maße und nimmt sich entweder eine Stanze oder man schneidet es per Papierschneider rein, so ein Fenster, welche Größe man denn gerne hätte. Ihr wisst, ich bin faul, was das angeht und wollte mir jetzt nicht extra meine Big Shot vorräumen, dieses Riesenmonster, und mache das jetzt einfach mit Krepp. Und zwar dachte ich mir, ich mache jetzt wirklich Pi mal Daumen. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich so ungefähr den gleichen Abstand hinkriege an allen Seiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das ganze Kreppband einmal hier hinlege und dann einmal hier unten. Ich weiß nicht, ob mir das zu wenig ist, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, ihr wisst, was ich verstehe. Also ich lege das jetzt wirklich hier einmal bündig oben an. Und dann dürfte ich ja eigentlich keine Probleme haben, dass das derselbe Abstand ist, ne? Also, dass das nicht derselbe Abstand ist. Und da brauche ich mir dann auch keine Schablone machen. Aber wenn ihr das natürlich nicht so habt, dann macht euch gern ein Schablönchen. Das könnt ihr dann natürlich auch mehrere Male verwenden, ne? Das ist natürlich dann auch sehr praktisch. So, und jetzt gucken wir mal, wie das an den Seiten so funktioniert. Ob ich das genauso hinlege. Aber ich glaube schon. Also auch hier wieder schön bündig. Ja, ich versuch's. Einmal und nochmal. Und dann haben wir ein schönes Fensterchen, was wir gestalten können. Und da möchte ich mit Blautönen reingehen. Ich habe mir jetzt meine Distress-Oxide mal wieder rausgeholt und werde mit denen ein bisschen rumklecksen quasi, also rumschweinern. Und zwar drei verschiedene Blautöne. Ich guck mal, ich fange mal mit dem hellsten an. Mache quasi erstmal das ganze Viereck voll. Und würde dann gern nur so außen so ein bisschen mit was Dunklerem reingehen. Ich weiß noch nicht, was ich nehme. Ich habe hier Tumbled Glass, Stormy Sky und Chipped Saphir. Also mal schauen, was es wird. Ich fange erstmal mit dem Tumbled Glass an und arbeite mich dann quasi vor.
Ich denke, so würde ich das lassen. Ihr habt gesehen, ich habe wirklich alle drei verwendet. Ihr findet wie immer alles unten in der Infobox, was ich verwendet habe und die Maße. Und ich habe dann extra nochmal so ein bisschen, doch ein bisschen mehr in die Mitte gemacht, weil das war mir quasi in der Mitte dann zu hell und ich wollte dann noch so ein bisschen Flickern reinkriegen, so ein bisschen Schattierung. Ich hoffe, das ist verständlich, wie ich es meine. Wir gucken uns das mal an. So sieht es ja erstmal gut aus, ne? Aber manchmal sieht es ja dann anders aus, wenn man das dann hier alles löst. So, schauen wir mal. Das muss ich dann auf alle Fälle ein bisschen anföhnen. Beziehungsweise, nein, brauche ich gar nicht anföhnen, weil ich wollte eigentlich nicht embossen. Heute mal. Obwohl, silberne Schneeflöckchen wären auch ganz hübsch. Okay, das muss ich mir doch noch überlegen. Na, eigentlich wollte ich diesmal wirklich nur stempeln und die anderen Schneeflöckchen eventuell ausstanzen. Müssen wir mal schauen. Aber schaut mal, was das für ein schönes Fenster ist. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Hat doch diesmal gut geklappt mit den Oxiden. Das ist ja manchmal so eine Sache bei mir. Ich würde jetzt, bevor ich die Schneeflöckchen aufstemple, erstmal den Spruch machen wollen, damit der schon mal an Ort und Stelle sitzt. Und dann kann ich quasi drumherum arbeiten. Den Spruch würde ich gern hier unten mit reinbringen. Und ich nehme jetzt wirklich das Set. Mir gefällt das fröhliche Weihnachtstage sehr gut. Und werde das einfach in Schwarz stempeln, damit sich das ein bisschen abhebt. So, also wie gesagt, hier wollte ich es haben. So, auf dem Blau noch mit drauf. Man könnte das natürlich auch ein bisschen weiter runtersetzen, dass quasi das G unten dieser Schwung mit im Weißen ist. Das ist auch ganz hübsch. Jetzt muss ich bloß mal oben drüber gucken, dass das auch gerade ist. Sehr, sehr schön. Fein. Okay, Stempelhilfe kann weg, denn die Schneeflöckchen werden wir jetzt per Hand stempeln. Und da wollte ich jetzt auch Blautöne nehmen. Habe ich mir jetzt rausgeholt. Versafine Twilight. Ich glaube, das ist so ein dunkelblau. Ich glaube, ich hole mir nochmal ein Schmierblatt, dass wir uns das mal angucken können. Und von SU das Himmelblau. Und dann, wie gesagt, wollte ich noch so ein paar Glitzer-Schneeflöckchen mit reinbringen. Dann muss ich mal gucken. Na, ich habe bestimmt irgendwo Schneeflöckchen stanzen. Genau, das wollte ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, ob die beiden Farben harmonieren. Naja, obwohl, das Himmelblau hat so einen kleinen Grünstich. Das könnte eventuell nicht so gut sein. Ich habe aber noch, natürlich, ein anderes Blau. Was haben wir hier? Rauchblau. Das passt eher dazu. Ja, ich glaube, das sieht besser aus. Oh, ah, oh, das hat gequietscht. Uiuiuiui, kam das bei euch auch so an? Meine Güte. So, jetzt nehmen wir uns die Schneeflocken. Und da können wir mal schauen. Also so eine große, ja, ginge. Knallt man eine große hin und macht viele, viele kleine. Ja, das wäre eine Idee. Ich wollte aber eine mittlere nehmen quasi. Und dann ein paar kleine drumherum. Dieses, ja, sehr klein. Die nehmen wir als blau, als hellblauton. So. Und welche nehmen wir als mittlere? Ja, ich denke, die ist gut. Da brauche ich... Moment, jetzt habe ich den falschen Stempelblock genommen. Der muss einmal hier drauf. Und den kleinen setze ich mir hier drauf. So, jetzt gucken wir uns aber nochmal die Farbe an, ob das denn auch gut zusammenpasst. Wenn nicht, gehe ich nochmal auf die Suche nach einem anderen Blau. Oh, das ist aber auch sehr schön, das Blau. Na, das passt doch gut. Das sieht doch, das hebt sich gut ab, würde ich sagen. Ich habe aber auch noch das Navy von Stamp Market. Mal gucken, wie das so wirkt. Oh, das ist auch sehr schön. Das ist ja auch sehr schön. Das ist so ein bisschen Petrol, würde ich meinen. Und das ist wirklich dunkelblau. Okay, es wird doch das von Stamp Market werden. Nicht das von Versafine, obwohl das auch sehr schön ist. Aber das passt gerade wirklich eher zu meinen anderen Blautönen. Ist gut, wenn man eine kleine Auswahl da hat. Mal gucken kann,
welchen Blauton man denn gerade braucht, ne? So, wir fangen einfach mal an. So, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Wir bauen ja erstmal auf. Mal gucken, wie viel ich hier noch drauf kriege. Ich hätte gern silberne Spritzerchen. Und da nehme ich mir wieder meine Metallic-Palette zur Hand. Ich werde das hier unten so ein bisschen abdecken, den Spruch, und wirklich versuchen, hier so silberne Spritzer hinzumachen. So, ich hoffe, diesmal nehme ich nicht wieder zu viel Wasser. Ich möchte ja kleine Spritzerchen haben. So, dann decken wir das hier einmal ab. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Schneegestöber gemacht. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut, dass es doch ein bisschen mehr geworden ist. Ich habe meine Schneeflocken gefunden. Verlinke ich euch in der Infobox, beziehungsweise ich schreibe euch den Namen rein. Dann könnt ihr das bei Google einmal suchen. Und da würde ich mir jetzt so ein paar raussuchen und die in, ja, gern in Silber stanzen und vielleicht auch noch kleinere in Weiß. Das wäre so meine Idee. Ich habe mir drei verschiedene Schneeflocken genommen und dann einmal in groben Glitzer ausgestanzt und in einem feinen Glitzer und die kleinen quasi in Weiß einfach nur. Da werde ich dann gleich mal gucken, wie ich das anordne. Ich würde das aber gern erstmal aufkleben, damit das schon mal sitzt. Und gucken wir mal, ob wir das ein Stückchen höher machen oder ob wir das plan aufkleben. Sieht eigentlich so ganz hübsch aus. Wenn das ein Stückchen höher ist. Nee, ich klebe das so auf. Das Stückchen höher sieht gerade komisch aus. Da kommen ja die Schneeflocken eh ein bisschen höher wahrscheinlich. Ja. Und den grauen Kartenrolling lasse ich jetzt auch. Da schneide ich jetzt nichts neu zurecht. Das Hellgrau passt ja eigentlich ganz gut zu dem Blau. So, ich hoffe, hier ist soweit auch alles trocken drauf. Und ich verschmiere hier nicht noch irgendwas. Weil gerade sah es noch so aus, als würde hier was leuchten. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir die Schneeflöckchen anordnen. So gefällt mir die Anordnung ganz gut. Und so werde ich die jetzt auch aufkleben. Den setze ich höher. Aber der hier drunter kommt einmal plan drauf. Und dann schiebe ich hier mit dran. Und zur Abrundung noch ein paar Glitzer Nouveaus, und zwar in Silver Moondust, also ein schönes Silberglitzer kommt jetzt hier noch mit drauf. So könnt ihr auch nochmal schön das Funkeln sehen hier, das Schneegestöber quasi, das habe ich jetzt ein bisschen verdeckt, aber es ist immer noch gut sichtbar, die schönen Schneeflöckchen und die ganzen Nouveaus, die ich hier wirklich drumherum verteilt habe. Und ich finde sie eigentlich ganz hübsch geworden. Sie sieht zwar wieder anders aus als in meinem Kopf, finde ich aber nicht schlimm, ich finde sie nämlich dennoch sehr, sehr schick und edel geworden. Und deswegen wird sie auch wieder verlost. Ihr Lieben, ihr schreibt wieder fleißig Kommentare und ich werde dann nächste Woche
die Karte verlosen, beziehungsweise die Kärtchen. Wie gesagt, falls ihr auch Interesse an der goldenen Karte habt, dann schreibt einfach noch einen Zusatz mit Gold hinzu, goldenes Kärtchen oder einfach nur Gold. Und dann verlose ich diese auch noch mit, weil wie gesagt, wäre ja schade drum, wenn die hier liegen bleibt. Also ich würde es ziemlich schade finden. Und deswegen, ihr seid wieder so fleißig und schreibt Kommentare. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ja, falls noch Fragen sein sollten, könnt ihr natürlich wie immer gerne fragen, falls irgendwas unklar ist. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch jetzt selbstverständlich einen wunderschönen und kreativen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!